Wie kriegt man das weg? Schaut mal, ihr solltet wissen, nichts passiert außer mit der Erlaubnis Allahs. Auch die Shayatin, wenn sie was planen, sie können das nur machen, wenn Allah dieses erlaubt. Manchmal erlaubt Allah das und manchmal erlaubt er es nicht. Aber diese Religion ist nicht nur mit Krankheit gekommen. Sie hat uns auch was gegeben, die Medikamente. Zum Beispiel eine Person, der an seiner Religion festhält, der das Gute tut, Allah fürchtet, das Schlechte unterlässt, er hält sich an seine Pflichten. Sehr unwahrscheinlich, dass er davon getroffen wird. Sehr unwahrscheinlich. Außer wenn Allah das geschrieben hat. Und deswegen sollte man zu dieser Gruppe gehören. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.